So, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Workshop aus dem Lab. Ich bin Jakob und heute erzähle ich euch alles Wichtige zum Thema Airbrush. So, hier sehen wir alles, was zum Airbrushen so notwendig ist. Und zwar hier natürlich unsere Farben, dann hier unsere Airbrush-Pistole, Papier, hier Wasser und unser Becher. Hier haben wir so eine schöne Absaugungsanlage gebastelt und natürlich hier Kompressor. Das sind die wichtigsten Bestandteile, die man zum Airbrushen braucht. Und ich glaube, ohne irgendwie lange drüber zu reden, werde ich schon zum praktischen Teil kommen. Und zwar hier ist es natürlich an dem Kompressor angeschlossen, diese Airbrush-Pistole. Hier füllt man dann die Farbe rein. Also das, was ich hier gezeigt habe, Beispiel hier, diese blaue. Und das sind einfach ganz normale Acrylfarben, die füllt man da rein. Und jetzt ganz wichtig, diese ist seine sogenannte Double Action Airbrush Pistole. Das heißt, man hat da zwei Funktionen. Einmal, wenn man drauf drückt, dann kommt nur Luft raus. Das heißt, auch wenn da Farbe ist, kommt da nur Luft raus. Aber wenn man dann so Richtung, also zu sich zieht, dann kommt dann Farbe raus. Das heißt, so reguliert man die Farbe und so dann die Luft. Damit kann man dann entsprechend beim Malen regulieren oder einstellen, wie viel Farbe da rauskommen soll oder wie stark dann der Luftstrom sein soll. Das ist dann ganz wichtig. Man braucht da natürlich Übung, um das herauszufinden. Und jede Pistole ist natürlich anders und das muss man dann beachten. So, dann kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Ich habe jetzt genug davon erzählt. Jetzt machen wir das tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Das heißt, Farbe hier kommt dann rein. Ich habe gesagt, es ist eine Acrylfarbe, das heißt, die kann man auch entsprechend verdünnen, entweder mit Wasser oder sonst mit anderen dafür geeigneten Mitteln. In dem Fall weiß ich aus Erfahrung, dass das jetzt gar nicht notwendig ist. Also fülle ich das jetzt ganz normal rein. So, kommen da ein paar Tröpfchen. Genau. So. Und jetzt, wenn ich einmal drauf drücke, kommt da jetzt Luft raus. Also da seht ihr keine blaue Farbe auf meinen Händen. Aber wenn ich jetzt drauf drücke und in die Richtung das drücke, dann kommt dann, wie ihr da sehen könnt, jetzt auch Farbe raus. Genau. Und da kann man sehen, also man muss natürlich ein bisschen üben, weil das muss man einfach ausprobiert haben. Wenn man natürlich weiter weg von dem Papier ist, dann kann man so die Fläche mit Farbe so gleichmäßig fühlen. Man muss dann beachten, dazu komme ich noch, dass da diese Tröpfchen nicht rauskommen. Also am Anfang empfehle ich immer, zuerst irgendwo daneben anfangen. Darum haben wir hier auch hier unseren Absaugungsplatz und dann einfach erst anfangen, hier die Fläche zu fühlen. Schön gleichmäßig, nicht zu nah, weil da muss man darauf achten, wenn man je näher man an dem Papier ist, desto weniger Farbe muss da rauskommen, weil sonst sieht es dann einfach nicht mehr so schön aus. Also ganz, wenn man das so macht, wenn man das nicht beabsichtigt hat, also wenn man das nicht so will, dann muss man
einfach vorsichtig sein, wenn man ganz nah an dem Papier was macht. Aber es geht natürlich auch, dass man ganz genaue Linien malen kann. Das geht auch. Aber Vorsicht, dass sowas da nicht passiert. Genau, also immer lieber neben dem Papier anfangen und dann ganz langsam vorsichtig malen. So. Dann haben wir jetzt, habt ihr jetzt das Wichtigste gesehen, aber das ist eigentlich nur der Anfang vom Airbrush. Das Vorgehen, wie eigentlich diese coole Kunstwerke entstehen, die man im Internet sieht, da gibt es viele Tricks, und zwar die basieren fast alle auf Schablonen. Und die kann man natürlich beim Airbrush entsprechend nutzen. Hier habe ich eine ganz einfache Schablone genommen. Das sind einfach drei Kreise. Ja, und dann kann man das natürlich entweder als eine negative oder als eine positive Schablone nehmen. Das heißt, eine negative Schablone ist, wenn ich das drauf setze und dann durch das Papier, also durch das Loch, das dann besprühe. Also immer die Bereiche, wo sonst noch Farbe durchkommen könnte, sollte man dann entsprechend zudecken. Genau, so hat man dann einen Kreis. Das Schöne ist, man kann dabei natürlich auch schön dunklere und hellere Stellen entsprechend zeichnen oder besprühen. Das heißt, auch dreidimensional können dann die Objekte aussehen. So. So sieht es dann aus. Hier seht ihr, sollte man das auch noch zudecken. Aber das ist jetzt der Trick hinter Schablonen. Und weil wir hier einen Lasercutter haben und ihr bestimmt letzte Woche bei einem Workshop von Wieland zugeschaut habt, habt ihr gesehen, was alles mit dem Lasercutter möglich ist. Und genau das werden wir jetzt auch fürs Airbrushen ausnutzen. So, da sind wir beim Airbrush. Ich bitte Kamera in die Richtung. Und dann habe ich hier eingestellt, dass da jetzt eine schöne Schablone ausgeschnitten werden sollte. Wie das alles geht, habt ihr letzte Woche beim Workshop von Wieland gesehen. Also, wer nicht, dann schaut euch bitte den Workshop an. Da hat er alles dazu erklärt, was man beim Lasern oder beim Ausschneiden mit dem Lasercutter beachten muss. Da seht ihr schon die Form, die ich da eingestellt habe. Deine Ananas. So, machen wir das entsprechend sauber. Ja, da ist noch eine Stelle. So, tada! Hier haben wir unsere Schablone. Wir haben dazwischen das Licht angemacht, damit ihr das besser sehen könnt. Ja, und jetzt machen wir das einfach so. Hier den unteren Teil mit gelber Farbe und hier ein Stück Orange. Und hier oben dann natürlich Grün. Dann sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Und mit dem Farbverlauf hier, also von Orange bis Gelb, sieht es dann auch so ein bisschen plastisch und elegant aus. Also, wir nehmen uns hier die gelbe Farbe. Tun die hier rein. So. Mache jetzt kurz den Kompressor an.
Genau, und jetzt wieder ein Blatt Papier nehmen. Immer wichtig, dass man nicht direkt auf dem Blatt anfängt, wo dann das Endergebnis sein soll, sondern immer irgendwo daneben. Einfach ausprobieren, da sieht man. Ich habe anscheinend davor ein bisschen orange da ausprobiert. Jetzt ist es schon gelb. Also können wir jetzt hier bei unserer Ananas anfangen. So, dann ganz leicht und gleichmäßig anfangen. Ihr seht da aber, wenn man jetzt die nicht zudecken würde, wäre das jetzt teilweise auch oben gelb. Das heißt, auch immer oben ein Blatt Papier nehmen. So, ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt muss man keine Angst haben, dass man sich die anderen Teile da zerstört. Und so einfach gleichmäßig über die Schablone mal sprühen. So. Das sieht super aus. Und dann werde ich einfach nur ein bisschen Orange da hinzufügen. Wird es ein bisschen dunkler. Ja. Immer Vorsicht, dass sich die Schablone nicht verschiebt. Hindurchmischen, wieder ausprobieren. Sieht super aus. Und hier dann, wie ich gesagt habe, schön den Farbverlauf machen. Hier noch ein bisschen. So. Sieht perfekt aus. Genau. Und jetzt brauchen wir natürlich unsere grüne Farbe. Also da muss man wieder das, was wir gerade gemacht haben, vielleicht mit einem anderen Blatt zudecken. Aber dazwischen leider unsere Airbrush-Pistole müssen wir sauber machen. Das macht man so. Man nimmt da zuerst hier Airbrush Cleaner. Kann man hier so reintun. Hochmischen. Dann hier, das ist sozusagen unser Abfall. Da können wir die restliche Farbe einfach aussprühen. So. Dann einmal hier mit einer Küchenrolle kann man das schön putzen. Ah, da sehe ich ein kleines Problem. Das dann noch sauber gemacht werden muss. So. Jetzt wieder ein bisschen Airbrush Cleaner, damit es richtig sauber wird. So. Und dann einfach zum Schluss Wasser. Hier mit der Pipette. Ja, und da jetzt unsere Farbe, die wir jetzt benutzen, eigentlich dunkel ist, müssen wir das jetzt nicht so super putzen, weil bei dunkleren Farben sieht man das ja, sieht man das ja nicht. Die haben ja dann nicht so einen großen Einfluss auf die nächste Farbe. Natürlich, wenn man zuerst mit Schwarz da malen würde und danach mit Weiß, müsste man das wirklich ordentlich ausputzen, aber das ist, glaube ich, ganz logisch. Ja, also jetzt nehme ich hier einfach grün. Wieder ein paar Tröpfchen rein. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel. Ist ja nur für die Blätter. Also so.
Ja, und dann wieder woanders ausprobieren. Das sieht super aus. Genau, und hier dann ordentlich das, was wir davor gemacht haben, schön zudecken. Und dann gleich diese Blätter schön mit Farbe besprühen. Wieder schön gleichmäßig, nicht zu stark, weil sonst kann es sein, dass die Schablone sich biegt, wenn die dann zu nass von der Farbe wird. Also immer lieber langsamer, schön gleichmäßig. Und das sieht dann am besten aus. Und jetzt kommt das schönste Moment. So sieht es am Ende aus. Es gibt so viel zu erzählen zum Airbrush. Es gibt da 1000 andere Tricks. Und es wird bestimmt noch ein paar Workshops zu diesem Thema geben. Da werde ich euch viel mehr dazu zeigen. Das reicht für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder mal was Neues gelernt, was Neues gesehen. Das ist das, was wir heute gemacht haben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Workshop. Ciao!